Ja, hier spielt die Musik und damit herzlich willkommen bei Wir in Bayern am Freitag. Eine musikalische Ausgabe heute und das liegt an meinen Gästen heute. Ihre große Leidenschaft ist natürlich die Musik. Dabei haben sie im ersten Anschein nach zumindest gar nichts damit zu tun. Wir haben nämlich einen Doktor der Physik hier bei uns und einen Computerfachmann. Siegfried und Johann Hauselbeck sind da. Schön, dass ihr da seid. Wie ihr dazu gekommen seid, also zum Harmonikabau, das wird uns ausführlich noch schildern. Aber eure Harmonika ist dann ganz was Besonderes. Kann man kurz beschreiben, auf dem ersten Anschein sieht man Ihnen das ja nicht an, was das ist. Ja, es geht darum, dass wir eine ganz spezielle Diskantmechanik eigentlich entwickelt haben. Zunächst, das ist eigentlich die Grundidee fürs Instrument war. Und jetzt so sind's doch. Hört man das, dass das anders klingt dann? Ja, leichtfügig, aber prinzipiell ist es hauptsächlich so, dass von der Spielweise ganz anders klingen. Also die Ergonomie ist gestiegen. Also jetzt die Brüder zusammen in einer Firma. Darüber reden wir halt und wir wollen die natürlich auch gleich noch hören. Aber zuerst mal freue ich mich auch auf die Martina, die halt da ist. Backsprechstunde ist am Freitag wieder angesagt und du backst natürlich auch vorher. Ja, genau. Was machst du? Bei mir gibt es heute eine Maroni-Roulade. Echt Maroni? Ja, also mit die Esskastanien halt, was siehst du? Habe ich noch nie probiert. Schmeckt ja, dann gut, wird's oder? Zeit. Ja, natürlich schmeckt die gut, finde ich von dir. Und dann haben wir noch einen Wirtshaustipp von Wolfgang Schneider. Servus. So ist es, Christi Dominik. Wir gehen in die Oberpfalz, Wiefelsdorf, in der Nähe von Schwandorf, Ortsteil von Schwandorf jetzt. Und da schauen wir uns einen Gasthof an, heißt Brauerei, Gasthof Blank, ein Familienunternehmen, wo es wirklich richtig gute Sachen zum Essen gibt. Mir läuft das Wasser jetzt schon im Munde zusammen. Sehr gut. Also später bei dir. Wildschweinbraten gibt's, um das vorweg zu sagen. Wildschweinbraten mit böhmischen Knödel, Apfelblaukraut und Honig-Rosmarinen-Parfait. Dann wir zum Schluss auch noch schirmen. Sehr, sehr gut. Und Fragen natürlich jederzeit an dich später dann in der Backsprechstunde. Also alles rund ums Backen. Martina war sowieso alles. Ja, mit Sicherheit warst du das. Wie schaut es musikalisch bei euch aus? Also, spielst du selber ein Instrument? Leider nicht. Das ist etwas, was ich in meinem Leben sehr bedauere, dass ich nie ein Instrument gelernt habe. Ich finde nämlich das ganz toll, wenn jemand ein Instrument spielen kann. Martina? Also ich habe Klarinetten gespielt. Früher mal, wie ich noch jung war. Naja, das ist jetzt nimmer, Martina, jetzt komm. Nein, bitte. Also mittlerweile nimmer, aber mit der halt Zirch oder Gitarre fand ich natürlich auch ganz cool. Vielleicht kannst du ja was abschauen. Macht einen guten Preis, Martina, Aber ihr stellt es her, aber ihr gibt keine Kurse. Also jetzt, Martina kann jetzt nicht zu euch kommen und sagen, sag mal, wie das geht, wie früher Harmonika. Stimmt jetzt nicht ganz, stimmt und stimmt nicht. Ja. Wir organisieren Kurse, Spezialseminare, selber unterrichten machen wir nicht. Außer passiv, ich bei ihm. Ja, du lernst das gerade. Er ist mein exklusiver Lehrer. Exklusiv, ja. Wie ist es, wenn man beim jüngeren Bruder in die Lehre geht sozusagen? Das ist unglaublich. Ich bin jetzt normalerweise kein schreckhafter Mensch. Aber wenn er vor mir sitzt, kann ich nicht mehr spielen. Das ist eine ganz seltsame Erscheinung. Ja, das macht tatsächlich nervös. Wenn er vor mir sitzt, bin ich allein auf meiner Krepping sitzt und Ziehharmonika spielt, dann geht es. Okay, er sitzt vor mir, ist vorbei. Okay, das aber diesen Schuleffekt wieder, gell? Also, der böse Lehrer. Ja, ist schon interessant, wenn sie das mal umdreht. Der große Bruder auf einmal. Ja, das ist lustig. Wie lange seid ihr auseinander? Wie viele Jahre? Oh, weit. Neun? Nein, ja, weit ist Unterschied. Und dann hat der Ältere Angst vor dem Jüngeren. So schnell konnte es gehen. Und so schnell konnte es gehen. Das war früher nicht so. Was mich an der Alterskonstellation allerdings schockiert hat, wir sind schon zweimal als Vater und Sohn betrachtet. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er mit dem Thema umgeht. Schon aber auf seiner Seite muss man dazu sagen. Du warst der Sohn, oder? Das ja, genau, danke sehr. Schnell Musik spielen. Wir lenken jetzt von dem Thema ab. Kannst du uns was anspielen, damit man mal so einen Eindruck hat? Ja, gut. Also klingt ja, perfekt, sehr voluminös. Es gibt jetzt richtig Volumen da. Danke, höre ich gern. Wobei jetzt Linda, wenn ich sagen darf, das hört sich jetzt, ich habe ungeschulte Ohren, also das hört sich für mich erstmal nicht anders als eine andere Harmonika. Hast du bei der Gitarre, oder? Die Ungeschulten sind ja die interessanten Ohren. Man spielt ja nicht von einem Musikanten, man spielt ja genau für die ungeschulten Ohren. Ja, aber gut hat sie so gehört, das auf alle Fälle. Und das ist eine von eure, also die habt ihr selber gebaut? Ja. Also wie das funktioniert, also wir werden jetzt keine Anleitungen geben, wie man Harmonika selber baut. Aber was drinsteckt, interessiert uns natürlich schon. Werden wir gleich noch sehen. Mhm. Auf jeden Fall auch Holz, ganz wichtiger Grundstoff. Unbedingt. Um Holz geht es jetzt auch. Aber mehr
ums Eihorzen, um ganz ehrlich zu sein. Und ich, Harmonika, das ist jetzt ganz schnell, jetzt kriegt er einen Schock. Brenner, das kommt nicht vor, dass eine kaputt geht und dass man dann sagt, das hilft ja nichts, holt mal ein. In meinem Leben habe ich schon mal eine Eikorze. Die war wirklich so alt, dass man da nichts mehr anfangen hat können. Also im allerschlimmsten Notfall macht man das dann. Ist eh nicht so kalt draußen. Also noch braucht man Kochholz. Aber der Schmidt Max, unser Freizeitexperte, der macht es jetzt tatsächlich auf in den Wald und lernt eine neue Erfahrung kennen. Weil Holz ist immer mit Arbeit verbunden. Also spalten, dann tatsächlich aufschlichten. Aber Holz fällen, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das sehen wir jetzt. Ja, der Schmidt Max und das Brennholz einmal eins mehr dann am Sonntag um 8:45 hier bei uns im Bayerischen Fernsehen. Und meine Gäste heute, ich habe es ja schon erwähnt, haben auch mit Holz zu tun, aber mit, ich sage jetzt mal, ganz edler Holzverarbeitung. Der Johann oder Hans und der Siegfried sind bei uns aus Mackelkofen, Niederbayern, am Vilstal-Stausee. Und ihr stellt Harmonikas her. Jetzt ist diese Geschichte, also wie ihr dazu gekommen seid, unglaublich. Also wenn ihr es nicht wisst, ich darf es erstmal nicht glauben. Ihr habt nämlich ursprünglich ganz andere Sachen gelernt. Also du? Also zuerst Physik. Physik, ja. Ich habe Physik studiert und habe in Physik promoviert. Also war wirklich auf dem akademischen Weg letztendlich und habe mich aus dem heraus als Musiker, Musikant mit dem Instrument beschäftigt und bin jetzt also Harmonikabauer. Einen physischen Ansatz sozusagen gesucht. Ja, tatsächlich. Und du bist jetzt als älterer Bruder ihm beigesprungen und sagst, ja, pass auf, ich mach mit und steigst jetzt in die Firma oder bist in der Firma dabei? Ich bin nicht nur beigesprungen, ich habe ihn vielleicht ein klein wenig hineingejagt. Weil du bist schuld. Wir meistens bin ich schuld. Ist tatsächlich so, als ich gesehen habe, was er da gebaut hat in seiner Kellerwerkstatt aus all die Werkzeugen, sage ich, das ist ja unfassbar, unfassbar. Da müssen wir was machen draus. Ja. Und er ist der Techniker, der Musiker, bringt die Dinge mit. Und ich bin eher derjenige, der dann das kaufmännische, organisatorische im Hintergrund machen kann. Und deshalb passt man, obwohl wir sehr unterschiedliche Menschen sind, perfekt zusammen, weil wir uns wunderbar ergänzen. Euch perfekt. Die genaue Erfindung, da werden wir später noch ausführlich drauf eingehen. Also nur so früh. Also du hast studiert, hast ein WG-Zimmer und ein zugehöriges Kellerabteil irgendwo in München gehabt. Ja, das kommt ziemlich hin, ja, genau. Und dann hast du da geforscht und hast dann Harmonika zerlegt. Man kann natürlich über die Harmonika auch von Forschen reden. Ja. Natürlich, ne? Aber ich habe natürlich eine Konzeptidee gehabt, eine Grundidee zu dem Instrument. Viele Ideen gehabt zu dem Instrument. Und diese eine Idee, die wir jetzt da in diesem Patent und diese Harmonika drinstecken haben, hat man gesehen im Plan, in der Zeichnung schon, das ist gar nicht so blöd. Mhm. Also das könnte man probieren. Und habe dann damals in dieser eine Wohnung, wo ich da war, ein Kellerabteil gekriegt vom damaligen Vermieter. Der hat mir es einfach so gegeben. Ja. Ausräumen, das ganze Klump raus und dann kannst du da drin machen, was du magst. Und hat mir dann mit all die Werkzeuge da eine Werkstatt ein bisschen eingerichtet und habe einfach angefangen. Und dann kam der Bruder der Älteren und hat gesagt, pass auf, das ist doch eine absolute Marktlücke, das braucht es auf alle Fälle. Man muss sich natürlich in dem Moment schon fragen, braucht die Welt den 36. Ziehharmonika-Hersteller? Allgemeine Antwort, nein. Es sind genügend da. Ja. Aber wenn du natürlich etwas hast, was wirklich anders ist, was neu ist, was wirklich was anders darstellt, dann kann man versuchen anzutreten. Ja. Und da haben wir was Neues. Andere Technik, andere Optik. Also wie es funktioniert, wie gesagt, gleich. Also so viel, es hängt mit Hebeln zusammen und Hebelkräften und deswegen passt die Physik ja ganz gut. Aber wie ging es denn los? Also Herr Vater war ursprünglich der Auslöser, der gesagt hat, ja, die Burm, oder in dem Fall du, Siegfried, du hast das, glaube ich, zuerst gelernt. Ja, ich habe es gelernt von meinem Vater tatsächlich. Also so, wie man sich das vorstellt, daheim in der Stumm. Wie alt warst du? Mit der Zugabe, 10, 12 Jahre ungefähr. So in der, also gerade so, dass man eine Zugabe in der Hand. Da sieht man gerade ein Foto. Ah ja, genau, das ist jetzt der Papp. Der Vater mit seiner Rauscher hat er da in der Hand. Von der hat er immer wieder geschwärmt, von seiner Rauscherharmonika da auch. Das ist ein Dorffest gewesen, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, wer jetzt da alles drauf ist. Aber in der Mitte natürlich der Pap mit der Harmonie. Also er war immer zuständig für die musikalische Untermalung. Unbedingt, sozusagen. Der hat anders gar nicht. Da ist jetzt ein Gruppenfoto, da sitzt links vorne der Gartner Christl. Und das war der Lehrer von meinem Vater tatsächlich. Und wie hast du das dann gelernt? Also bist du, er hat dich unterrichtet mit Noten und allem drum und dran? Oder wie war das? Zur Landwirtschaft? Nein, ja, Landwirtschaft, natürlich. Ja. Ich meine, das ist ein bäuerliches Instrument, die Harmonika. Also gehört das schon irgendwo hin. Gelernt keine Noten.
und Noten. Also Noten hat es nicht gegeben. Das, was es gegeben hat, war zunächst ein Instrument. Also wir haben das auch mit einem Instrument gemacht. Und es war so, dass ich das Instrument vorne aufgenommen habe, auf dem Bauch gehabt habe. Und er hat dann von hinten durchgegriffen. Ach so. Und hat es gespielt. Und ich bin so da gesessen und habe zugeschaut, was er macht. Ja, Wahnsinn. Nein, und habe mir das angehört, was er macht. Und habe es dann nachgespielt. Und so haben wir, bis ich dann irgendwann eine eigene Harmonika gekriegt habe. Und dann ist das, die Flamme so langsam zum Lodern, kann man das gewusst, das muss sein. Sofort. Du hättest ja auch was mit Musik dann machen können. Also warum dann Physik studiert eigentlich? Ja, das ist schon so. Man muss sagen, in dieser Generation war es so, dass man ja bodenständig war in der Hinsicht, dass man gesagt hat, man muss ein gesichertes Einkommen haben. Und da hat die Musik jetzt nicht dazugehört. Das war eher was Hallodritum, ne, wenn man da irgendwie in die Wirtshäuser anzogen. Warum hast das du das? Also du lernst das ja jetzt erst. Ja. Wir haben anfangs versucht, die gleiche Lehrmethode zu etablieren, aber die Armlänge war dann nicht ausreichend. Ich lerne jetzt im Augenblick mit großem Eifer und persönlicher Begeisterung. Ja. Jetzt müssen wir den Begriff noch mal klären, weil da gibt es ja immer wieder Verwirrung. Bei mir eine mir da gar nicht aus. Also wir reden hier über Harmonika. Dann gibt es Ziehharmonika, logischerweise. Zirch kann man auch sagen. Quetschen. Zugehen. In Niederbayern, ihr sagt. Der einzig richtige Begriff ist der, den man erkennt, wenn ein Musikant sein Instrument beim Spielen umarmt, dann sieht man Harmonie. Und in Niederbayern heißt das Instrument Harmonie. Und ich finde das einfach so passend für das Ding, weil es so harmonisch ist, mit dem Ding zu spielen. Mhm. Hat man erklärt. Und ihr seid auch harmonisch untereinander. Also ihr kommt es aus in eurem Betrieb. Oder ist das ja, mit Sicherheit. Ist nicht schwer. Also, es ist so, dass wir verschiedene Meinungen haben. Es muss aber so sein, weil sonst macht es ja keinen Spaß in Wirklichkeit. Ne? Weil man muss auch Sachlagen diskutieren können, weil jeder eigene Meinung hat. Das ist ja Wissen, das ja jeder einbringt. Mhm. Und aus dem das Beste rauszuzeln, ist ja ideal in Wirklichkeit. Mhm. Also wenn jeder das Gleiche denkt, dann braucht man nicht zwei Mann. Ja. Ja. Also muss sein. Also ihr ergänzt euch, wie gesagt, perfekt. Ja, ich kann jetzt sagen, er ist ein sturer Hund. Das wäre, kannst sagen, das ist aber nicht. Wäre böse, man kann sagen, ein Hund ist ein Show. Das geht schon in die richtige Richtung. Ja. Und stur muss jemand sein, der was erreichen will. Und deswegen ist er genau der Richtige. Du musst als Perfektionist eine gewisse Sturheit mitbringen, um wirklich was zu erreichen. Und das ist optimal. Ja, perfekt. Dann schauen wir uns gleich die Technik ein bisschen genauer an. Also werden dann auch das Geheimnis lüften, was dieses Patent, also das, was du erfunden hast, tatsächlich was damit auf sich hat. Und warum es sich nicht nur ein bisschen anders anhört, sondern auch vor allem besser spielen lässt. Das gleich, aber wir spielen davor erstmal unser Ortsrätsel. Ihr könnt da gerne mitraten. Der Ort erzählt ein bisschen was über sich. Ganz genau zuhören. Und dann schnell anrufen bei uns für unser Kennst-mir-Rätsel. Es gibt wie immer zwei von unseren Wir-in-Bayern-Tassen zu gewinnen. Unter der 0800 24 04 981 für Kennst-mir. Zwei Musikanten bei uns. Also einer wird jetzt widersprechen, weil das gerade erst lernt. Aber ist ja wurscht, die Haselbecks sind da aus Merkel-Koffer in Niederbayern. Und das ist deine musikalische Untermalung jetzt. Super, auf der Harmonika, der Siegfried. Sehr gut. Und für alle, die das vorher nicht gesehen haben, auf der selbstgebauten Harmonika, das ist eine aus deiner Werkstatt. Ja. Wie lange arbeitet man da so hin, bis die fertig ist? Ja, in Stunden kann man rechnen, dass man an die 200 Stunden reinhängt, bis das Instrument fertig ist. 200 Arbeitsstunden? Ja, es ist schwierig zum Ausrechnen, weil das ist natürlich so viele individuelle Schritte. Man baut nicht wirklich konsequent an einer Harmonika, sondern macht dann schon mal zwei, drei Teile gleichzeitig. Und ihr habt euch zusammengetan. Also um das kurz zusammenfassen, unterbrecht mir, wenn ich was falsch erzähle, aber du hast Physik studiert, dann deinen Doktor in Physik gemacht und während dieser Zeit an der TU in München bist du irgendwann mal in einen Keller gegangen von der WG und hast da vor dich hingewerkelt. Dann sucht dir der ältere Bruder und sagt, Siegfried, du musst da was draus machen. Ja. Und dann ist zum Patent gekommen. So war die Geschichte in Kurzem. Das ist die ideale Zusammenfassung, ja. Was genau habt ihr erfunden oder hast du erfunden? Ja, ich habe mich natürlich technisch mit dem Instrument auseinandergesetzt. Als Physiker ist es ganz klar. Und gerade die Diskantmechanik hat mich eigentlich immer gestört, dass die in Wirklichkeit vier verschiedene Hebellängen hat. Aha. Also da gibt es lange Hebel, gibt es kurze Hebel, je nachdem welche Reihe. Und wir haben es geschafft, da diese Hebellängen alle anzugleichen. Das heißt, das ist überall gleich lang jetzt, jeder Hebel. Das heißt, physikalisch gesehen hast du gleich lange Hebel und deswegen gleich viel Krafteinsatz, wenn du die Tasten, sag mal Tasten? Knöpfe, Tasten, Knöpfe, ja. Ja, genau. Gut. Gehen wir das mal kurz mit den. Du hast ja so Hebel dabei. Also ja, es ist prinzipiell so, ich kann die Hebel entweder zeigen oder jetzt am Instrument auch. Das ist jetzt zum Beispiel eine klassische Mechanik, die man da sieht, die man natürlich auch bauen tatsächlich.
Ist aber so, dass man da sieht, wenn man jetzt da die erste Reihe drückt und wenn man die vierte Reihe drückt, dann hat man jeweils Klappen da und da angesprochen. Aha. Und dann ist es so, dass wir mir heute halt das Prinzip einfach umdraht haben und haben gesagt, wir gehen mit dem Knopf direkt auf die nächste Klappen. Das ist die Idee. Und wenn man das dann anschaut, also was dann bei rauskommt, deswegen habe ich jetzt die Hebel da drin, ist so, dass das jetzt aus der klassischen Mechanik raus ist. Also die sitzt dann so drin, so sitzt ein Hebel ungefähr da drauf. Ja. Und da hat man den Hebel von der ersten Reihe, von der zweiten Reihe, dritte Reihe, vierte Reihe. So, und jetzt können wir unsere vier Hebel anschauen. Die, wo man dann auch gleich sieht, das sind auch eben erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe und vierte Reihe auf einer Achse aufgehängt. Und da sieht man, dass die Hebel alle gleich lang sind. Also das ist ein Zentimeter Unterschied im Vergleich zu so einer Mechanik, wo man da einen Unterschied von 12, 13, 14 Zentimeter hat. Also ich kann deinen Bruder, den Hans, jetzt sehr gut verstehen, weil ich meine, wie lange gibt es Harmonika? Schon seit zig hundert Jahren? Ja. Ja. Und da ist vorher noch keiner draufgekommen. Also ich glaube, ich hätte auch zu meinem Bruder gesagt, pass auf, du musst ein Patent anmelden. Ich war ja also sehr früh jetzt im IT-Business unterwegs und auf allen großen Messen, Cebit und was auch immer. Und da haben wir immer noch Alleinstellungsmerkmalen gesucht. Und bei mir war es im Wesentlichen meine persönliche Bartracht, die ich als Alleinstellungsmerkmal einsetzen konnte. ansonsten war es schwierig. Aber hier haben wir wirklich etwas, was für sich alleine existiert. Das hat sonst niemand. Ja. In Regen hat mir ein Gast auf der Messe gefragt, und warum ist Ihr Instrument anders als alle anderen? Ich wäre fast in Applaus verfallen auf der Frage, weil man das so wunderbar zeigen kann. Es ist tatsächlich technisch völlig anders als alle anderen. Und deshalb gibt es die Berechtigung für den 35. Ziehharmonika-Hersteller. Absolut. Jetzt bist du ja Anfänger, hast vorher Zeit, du lernst das gerade. Also spürst du als Anfänger selbst den Unterschied, wenn du auf die Knöpfe drückst? Wie es beim Schuster manchmal ist, hat er selber die schlechtesten Schuhe. Und ich musste lange Zeit auf einem umgebauten Instrument spielen und habe jetzt vor kurzem ein eigenes Instrument bekommen. Dankeschön, Siegfried. Sehr gerne. Mein Hannerl. Und seitdem... Hannerl. Ja, haben wir Prozedur gehabt, um die Taufe durchzuführen. Also, mein Hannerl ist schon eine gute Freundin, muss ich sagen. Und seit ich das neue Hannerl habe, hat das alte Instrument tatsächlich Pech. Weil selbst ich als Nichtschwimmer damit ganz gut umgehen kann. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie das ausschaut in Niederbayern, wo ihr diese Harmonikas herstellt, und schauen in eurer Werkstatt. Du kannst ja beschreiben, was man da gerade sieht. Ja, das, was man jetzt da gerade gesehen hat, ist eine alte Lava-Check, die ist irgendwie gute 100 Jahre alt, die ich natürlich immer wieder mal anschauen muss und nachprüfen muss, weil Instrument in dem Alter, es ist schwierig zum Erhalten, aber das ist wirklich wert bei dem Instrument, was man da dann auch immer wieder machen muss. Tut man, da sind wir jetzt in der Holzwerkstatt, genau, ist natürlich klar, ein wesentlicher Teil des Ganzen ist, das Holz zu bearbeiten, händisch sehr viel Arbeit, natürlich haben wir entsprechende Maschinen auch, das ist klar, sonst kann man es auch gar nicht in der Qualität letztendlich machen. Muss man immer unterscheiden. Das sind die Hebel, auf dem Haufen zusammengeschmissen, die dann nachher verbaut werden, die wir auch wirklich selber produzieren, die Hebel. Also wir kaufen da nichts ein, weil das geht natürlich nicht, weil sonst kriegen wir die Mechanik so nicht zusammengebaut. Da sitzt man schon eine Zeit lang da, bis man die ganzen Hebel überhaupt beieinander hat. Dass man überhaupt so eine Mechanik zusammensetzen kann. Und dann ist es natürlich endlich fertig, solche Instrumente. Da freut man sich dann schon, wenn man es endlich wieder fertiggestellt hat. Egal, ob es für einen anderen ist oder für einen selber. Da sieht man jetzt einen Unterschied. Da vorne die Lava-Check, hinten unsere Mechanik. Da darf man reinschauen, wie es ausschaut im Instrument. Also da sieht man gleich, dass es ganz anders ausschaut wie bei jeder anderen Harmonika. Und unterschreiben tue ich natürlich auch. Signieren. Ja. Und dann ist man schon ein bisschen traurig, wenn die nach 200 Arbeitsstunden wahrscheinlich einen verlässt. Es ist das so. Das wächst einem wirklich ans Herz, das Instrument, oder? Der will widersprechen. Ja. In dem neuen Business haben wir Produkte, die machen Freude. Ja. Das ist wirklich so. Also ich habe noch keinen gesehen, der einen neuen Datenbankserver bei mir kauft und hat sich gefreut darüber. Das fehlte bisher. Mit diesen Instrumenten ist es wirklich so, dass sich der Kunde freut. Und für mich ist es eigentlich schon immer Freude zu sehen, wie sich ein Mensch freut. Ja. Das ist ein kleiner Weihnachtseffekt, zu sehen, wie einer viel Geld ausgibt für so ein Instrument, weil es steckt viel Arbeit drin, sind teuer, aber trotzdem freuen sich die Menschen, so ein Instrument abzuholen, und das ist ein tolles Erlebnis. Ja, kann man vorstellen. Aber ich werde nicht fertig. Also ich meine, du hast Physik studiert, hast promoviert. Du hast aber diese handwerklichen Fähigkeiten. Also ich meine, das ist ja nicht nur Schreiner, das ist ja eigentlich Instrumentenbau. Hast du das alles selber angeeignet? Also ein Großteil davon muss man aber dazu gestehen, wir sind ja auf einem Bauernhof aufgewachsen, wo es natürlich auch Waldwirtschaft dabei war, Forst. Und dementsprechend, wenn man Baum gehabt hat, hat man auch eine Holzwerkstatt gehabt. Das heißt, ich bin als kleiner Bub natürlich schon am Holz immer am Arbeiten gewesen. Aber prinzipiell, damit ist es ja noch nicht gemacht, aber in der Hinsicht
ich bin ja Autodidakt natürlich und habe mir das großteils selber gemacht. Ich wollte gerade sagen, weil es ist schon nochmal ein Weg vom Holzscheitel-Kleim bis zum Instrument bauen. Ja, tatsächlich. Diese ganze Präzision, also das ist ja, da muss ja alles ganz genau zusammenpassen. Was ist das für Teil eigentlich, was da vorne liegt? Das da vorne ist ein Stimmstück. Das ist also, sage ich mal, das Herzstück mit des Ganzen, das dann im Instrument drin sitzt, da wo die Stimmzungen dann letztendlich alle drauf sitzen, wo es dann den Ton erzeugt. Gell? Da, also Tonerzeugung läuft ja durch Luft sozusagen. Es wird das Luft durchgepumpt. Der Balk, genau. Der macht das, genau. Das ist jetzt praktisch ohne Stimmzungen drauf. Mhm. Das Gleiche habe ich da nochmal eben mit die Stimmzungen drauf. Mhm. Da ist dann soweit fertig. Das kommt ins Instrument rein. Und da jagt man dann auch die Luft durch, sage ich jetzt einmal. Das kann man auch spielen, eigentlich wie eine Mundharmonika. Bloß ist das im Instrument verbaut. Ne? Tatsächlich, also wenn, ohne Balk jetzt. Ja, jetzt ohne Balk. Ja. Und entstanden ist das alles, also eigentlich ja schon in frühester Kindheit, weil du deine allererste Harmonika eher zum Schock des Vaters zerlegt hast, weil da eine Taste geklemmt hat. Stimmt das echt? Ja, war das so? Ja, das war tatsächlich und so. Und er hat gedacht, ich werde wahnsinnig. Ja, das zerlegt war natürlich ein ganz ein spezieller Moment, als ich da irgendwie am Wohnzimmertisch da irgendwie das Instrument zerlegt habe, weil halt so eine Taste hängen geblieben ist. Und ich habe gesagt, das muss ich richten. Und habe da die ganze Mechanik zerlegt, dass da alles, also alles in Einzelteilen da ging. Und in dem Moment kommt der Vater rein und ja, spinnst du? Mann hat ihn dann gleich wieder ausgeschossen. So, los, nochmal, der kriegt das schon. Und Wahnsinn. Ja. Und jetzt seid ihr da und stellt die Harmonikas tatsächlich her. Also, ihr habt inzwischen Angestellte, also zu zweit wird sich das gar nicht auf die Reihe bringen. Nein, das geht irgendwann nicht mehr. Ja. Ich meine, man kann alles zu zweit machen, aber dann werden irgendwann die Lieferzeiten so lang. Ja. Weil, kann man vorstellen, wenn 200 Arbeitsstunden mindestens drinstecken. Ja, das kann dann keiner mehr erwarten. Und vor allem das bei dir, Hans, also wie lange hast du mit dem Gedanken gespielt, ich steige da ein oder ich bleibe bei der IT und verkaufe was, Datenbank, Server und alles Mögliche. Da ist schon Zeitanlauf dahinter. Ich muss schon zugeben, dass ich da schon lange mit dem Gedanken gespielt habe, mir eine Chance zu geben, aktiv zu sein bis in ein höheres Alter. Ich habe 96 IT-Unternehmen gegründet, habe vor einiger Zeit die Anteile verkauft, höre jetzt am Jahresende als Geschäftsführer dort auf. Mein Baby, das ich damals zur Welt gebracht habe, ist erwachsen. Das sind 100 Mitarbeiter mittlerweile. Die können gut alleine laufen. Da bleibe ich parallel noch ein bisschen dabei, aber gehe im Wesentlichen dazu über, Siegfried mehr zu helfen beim Ziehharmonika-Bau und eben diese Produkte mitzuerleben, wie sie wachsen, wie sie entstehen, wie sie sich anfühlen, wie sie sich anhören lassen und zu sehen, wie die Menschen sich darüber freuen. Das ist wahrscheinlich die größte Befriedigung, wenn man sieht, das ist ein Produkt, das wirklich gut ankommt und dann Leute freut damit. Das ist echt, das ist von uns und das ist gut, das ist toll und das macht wirklich Spaß. Also die emotionale Rendite ist enorm, die betriebswirtschaftliche ist ausbaufähig. Emotionale Rendite ist echt ein schönes Wort. Also ihr seid jetzt perfekt gespannt, muss man das einfach sagen. Wenn du ihm jetzt auch noch gescheit spielen lernst, dann ist es eigentlich nicht steigerbar. Gut. Wie schaut es mit Backen aus selber? Aber kommt es ja gar nicht dazu, oder? Oder kennt ihr es? Ja? Apfelröschen im Blätterteig. Ja. Okay, Profi. Falls jemand mitkommen, wir gehen falls jemand ein Rezept braucht bei mir. Immer gern. Ja. Geh mal backen, kommt's mit. Geh mal backen. Die Martina macht nämlich Maroni-Roulade. Servus nochmal. Wolfgang ist auch schon da. Servus nochmal, Sodala.